Willkommen zur Special Edition zum Thema Momentangeschwindigkeit. Ich befinde mich gerade im Kompetenzheft Differenzieren 2. Da gibt es ein Fenster mit dem Titel Was bedeutet Momentangeschwindigkeit? Aus der Unterstufe wissen wir, dass sich Objekte mit konstanter Geschwindigkeit bewegen können, also in gleichen Zeitintervallen gleich viel Weg zurücklegen. Doch betrachten wir hier die blau dargestellte Wegzeitfunktion s, fällt auf, dass in gleichen Zeitintervallen, einmal hier und einmal hier, unterschiedlich viel Weg zurückgelegt wird. Es handelt sich also nicht um eine konstante Geschwindigkeit. Wollen wir nun die Momentangeschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt t0 berechnen, können wir das mit v von t0 und das ist das gleiche wie s' von t0. Doch warum eigentlich? Und in diesem Video gibt es eine mathematisch exakte Erklärung dafür. Beginnen wir mit einem Beispiel. Auf einer dreispurigen Straße fahren drei Autos mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit des orangen und braunen Autos sind konstant. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sind alle diese drei Autos gleich auf. Nennen wir diesen Zeitpunkt t0. Die konstante Geschwindigkeit des orangen Autos nennen wir V1, die konstante Geschwindigkeit des braunen Autos V2. Die Geschwindigkeit des blauen Autos ist nicht konstant, sondern von dem Zeitpunkt abhängig. Wollen wir also die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t0 wissen, schreiben wir V von t0. Betrachten wir die Fahrt der drei Autos weiter, stellen wir fest, dass das blaue Auto augenblicklich das orange Auto überholt und dass das braune Auto augenblicklich das blaue Auto überholt. Wenn das blaue Auto das orange Auto augenblicklich überholt, heißt das, dass die konstante Geschwindigkeit des orangen Autos V1 kleiner ist als die Momentangeschwindigkeit des blauen Autos zum Zeitpunkt t0. Umgekehrt, wenn das braune Auto das blaue Auto augenblicklich überholt, heißt das, dass die konstante Geschwindigkeit des braunen Autos V2 größer ist als die Momentangeschwindigkeit des blauen Autos zum Zeitpunkt t0. Behalten wir dieses Beispiel im Hinterkopf und beginnen nun mit der Erklärung von vorne. Die Tangente im Punkt P ist t0, s von t0 hat die Steigung s' von t0. Wir legen also eine Tangente an den Funktionsgraphen von s im Punkt P. P mit den Koordinaten t0, s von t0 und die Tangente hat dann eine Steigung s' von t0. Wir bilden nun zwei weitere Geraden, die ebenfalls durch den Punkt P verlaufen. Die eine Gerade mit der Steigung v2, das ist größer als s' von t0 und die andere Gerade mit der Steigung v1 kleiner als s' von t0. Dieser Bereich ist hier rechts vergrößert dargestellt. Wenn wir die Geraden so konstruieren, gibt es immer einen Bereich um t0, in dem der Funktionsgraph von s zwischen diesen beiden Geraden verläuft. Und nun denken wir an das Beispiel zurück. Wir hatten drei Autos, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren. Das orange und braune Auto mit konstanten Geschwindigkeiten. Sie legen in gleichen Zeitintervallen also gleich viel Weg zurück. Die Wegzeitfunktion ist dann also eine Gerade. Für das orange Auto, das mit einer konstanten Geschwindigkeit v1 fährt, ist die Wegzeitfunktion eine Gerade mit der Steigung v1. Für das braune Auto eine Gerade mit der Steigung v2. Die Fahrt des blauen Autos wird mit dem Funktionsgraphen der Wegzeitfunktion s beschrieben. Zum Zeitpunkt t gleich 0 sind alle drei Autos gleich auf. Stellen wir uns nun vor, wir sitzen im blauen Auto. Wenn sich dann rechts von uns das orange Auto mit einer konstanten Geschwindigkeit v1 bewegt, werden wir dieses augenblicklich überholen. Befindet sich links von uns das braune Auto mit einer konstanten Geschwindigkeit v2, überholt dieses uns augenblicklich. Das eine Auto überholen also wir, das andere überholt uns.
Und diese Eigenschaft trifft für alle Werte V1 und V2 zu, solange V1 kleiner ist als R' von T0 und V2 größer als R' von T0. Dann befindet sich die Momentangeschwindigkeit immer zwischen diesen beiden Werten und somit haben wir gezeigt, dass S' von T0 genau die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt T0 ist. Fassen wir zusammen. Ich gehe dabei nochmal genauer auf die geometrische Eigenschaft der Tangente ein. Im Kompetenzheft Differenzieren 1 befindet sich ein Fenster mit dem Titel Geometrische Interpretation von Differenzierbarkeit. Der Titel ist verlinkt, beim Anklicken öffnet sich ein GeoGebra-Fenster. Wir sehen hier den Funktionsgraphen S und eine Tangente an den Funktionsgraphen an der Stelle T0. Wenn S an der Stelle T0 differenzierbar ist, dann gibt es genau eine Steigung, S' von T0, sodass sich der Funktionsgraph in einem beliebig schmalen Keil um die Tangente befindet. Ich kann diesen Keil also beliebig schmal machen. Nun ist er rot geworden, weil sich der Funktionsgraph nicht mehr in diesem Keil befindet. Wir sehen hier, dass er sich aber trotzdem noch darin befindet. Wir müssen einen geeigneten Zeitraum um T0 wählen. Wenn wir die Geraden aber genau so wählen, dass die eine Gerade ein bisschen eine größere Steigung hat als S' von T0 und die andere ein bisschen eine kleinere, dann können wir den Keil beliebig klein machen. Der Funktionsgraph wird sich immer in diesem Keil befinden. Kommen wir zum zweiten Punkt der Zusammenfassung. Die gesuchte Momentangeschwindigkeit V von T0 hat die Eigenschaft, das eine Auto überholt augenblicklich und das andere Auto wird augenblicklich überholt. Für den zurückgelegten Weg S fordern wir also genau diese geometrische Eigenschaft, dass sich der Funktionsgraph in einem beliebig schmalen Keil befindet. Und weil es nur eine solche Steigung gibt, muss V von T0 gleich S' von T0 sein.